Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist der Mittwoch, der 25. März 2015. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, was soll man da noch sagen? Nach dem Flugzeugabsturz gestern kann man ja nur voller Mitgefühl sein für all die vielen Menschen, die jetzt darunter zu leiden haben. Kann man nur irgendwie Beileid aussprechen für die Angehörigen. Es macht uns im Grunde deutlich, wie relativ das Leben ist. Wir haben ja doch oftmals das Gefühl, dass wir ewig leben, dass es immer so weitergeht. Erst wenn ein Schicksalsschlag kommt oder etwas Unvorhergesehenes passiert, wachen wir auf und merken, aha, das, was hier abläuft auf der Erde, dass ich hier einen Körper habe, das ist ein begrenzter Zeitraum. Und es ist für mich auch ein Hinweis darauf, dass wir viele Elemente, die wir aus unserer Gesellschaft, unserem Leben verdrängen, wie den Tod, wie das Alter, wie Krankheit, wie Hilflosigkeit, Verwirrtheit, alle diese Menschen wollen wir sozusagen aus unserem Blickfeld verbannen. Wir wollen nur das gesunde, junge, kräftige, dynamische sehen, dass wir damit falsch liegen, dass es an der Zeit ist, wirklich jetzt auch diese ehemals verdrängten Angelegenheiten hier Pluto, dass wir auch den Tod, die Möglichkeit des Todes mit in unser Leben einbeziehen. Castaneda lässt Don Juan sagen, dass der Tod immer sein Ratgeber war, dass ihm der Tod sozusagen immer hinter der Schulter sitzt und ihm rät, was er im Leben tun soll. Man könnte auch sagen, irgendwie, dass wir mehr Dankbarkeit entwickeln für das, was ist und was wir haben, und dass wir nicht immer nach dem streben, was wir nicht haben, sondern dass wir sagen, gut, mir geht es heute gut. Und das genieße ich auch einmal und dafür bin ich dankbar und ich bemühe mich, andere daran teilnehmen zu lassen. Zur Astrologie. Ja, Merkur Chiron hat tatsächlich sehr, sehr schmerzhafte und schlechte Nachrichten gebracht, in einem Ausmaß, wie ich das nicht für möglich gehalten hätte. Diese Konstellation läuft jetzt auch schon wieder auseinander. Hier die Planeten im Widder, die Sonne, der südliche Mondknoten, Uranus und Mars sorgen natürlich für eine starke Dynamik. Und während es in der Vorzeit in den Fischen ja eher mehr so im Inneren war, so im Gefühlsleben stattgefunden hat, bringt die Widderkraft diese Energie nach draußen und sorgt eben dann auch dafür, dass bestimmte Prozesse tatsächlich Gestalt annehmen, konkret werden. Und so passieren die Dinge dann eben. Der Mond heute im Zeichen Zwillinge, was eben auch sehr viel mit Nachrichten und Informationen zu tun hat. Die Presse, die Medien haben sich auf dieses Ereignis, wie ich ja jetzt auch, regelrecht gestürzt. Man kann auch mal trotz aller Betroffenheit sich die Frage stellen, wovon wird hier eigentlich abgelenkt auch? Nicht? Oder brauchen wir wirklich eine dermaßigen Medien-Overkill bei solchen dramatischen und auch traumatischen Erlebnissen? Der Mond im Zwilling hat immer die Aufgabe, uns unser Unterscheidungsvermögen zu lehren. Dass wir tatsächlich herausfinden, was ist gut und heilsam für mich, was ist eher schädlich für mich. Das ist eine ganz individuelle Angelegenheit. Was für den einen heilend sein kann, kann für den anderen schädlich sein. Der Mond ist noch bis morgen Abend, Donnerstagabend, 8:45 im Zeichen Zwillinge. Das heißt, es werden uns diese Nachrichten, die Informationen, der Austausch, die Kontakte, wird uns noch heute und morgen begleiten. Und ich wünsche uns allen, dass wir sozusagen mit diesen Gefühlen klarkommen. Auch hier ist es ganz wichtig, dass wir unsere Gefühle nicht verdrängen, sondern dass wir tatsächlich die Gefühle fühlen, die damit hochkommen. Dann ist auch ein solches Unglück nicht umsonst. Gut, ich wünsche uns allen trotz allem einen schönen Mittwoch und sage Tschüss, bis morgen.